Eine Frage. Ja, bitte? Wofür steht denn Pegida? Europäer gegen Islamismus. Man könnte sagen, statt patriotischer Europäer, könnte man auch sagen, nationale Deutsche, warum denn nicht, gell? Worum geht's Ihnen denn heute hier? Ja, mir geht's darum, dass dieser radikale Islam, der gefährlich ist, und Sie können das selbst nachlesen im Koran, der ja verteilt wird, der zum Beispiel sagt unter anderem, die Ungläubigen sind weniger wert wie das Vieh. Ich habe selber nachgelesen und noch ganz, ganz viele andere Passagen, der Tötungsabsichten wirklich im Buch drin hat, Befehle für die Muslime. Und ich habe also wirklich den ganzen Koran durchgelesen. Darum geht es mir, dass das in Deutschland nicht Fuß fasst, weil diese Leute gehören hier nicht nach Deutschland und auch nicht nach Europa. Für welche Werte treten Sie denn ein oder andersrum gefragt, welche Werte sehen Sie denn in Gefahr? Ja, wir sehen insgesamt, dass zu viele Ausländer hier nach Deutschland kommen. Es ist bei Dresden jetzt nicht unbedingt das Problem. Hier in Dresden sind noch relativ wenig. Sie hören aber, ich komme aus Süddeutschland und bei uns sind die Städte voll. Stuttgart wirklich ganze Viertel voll mit Ausländern, die zum großen Teil auch nicht keiner Arbeit nachgehen. Die Klaue, die Einbrecher und so weiter. Ich war selbst 15 Jahre bei der Polizei in Baden-Württemberg, habe dann in einen anderen Job gewechselt und ich kann Ihnen das professionell sagen, dass es so ist. Nur die Presse selbst möchte das nicht sagen. Warum möchte das die Presse nicht sagen? Das weiß ich nicht. Sie sind doch von der Presse. Müssen Sie mal Ihre Chefs fragen. Vielleicht ist das so, die große Chefsfriede, Freude, Eierkuchen von der Presse arbeitet mit der Politik zusammen. Und die Politik, es wird halt keine deutsche Politik, keine nationale Politik mehr gemacht. Es hat keiner was gegen Ausländer, die hier ordentlich arbeiten, wie Italiener, die ihre Restaurants haben. Ich selber war in über 50 Länder, also extrem viel in Kanada, ich war in Südafrika, ich war in Marokko, ich war in Asien, in fast alle Länder. Darum geht es eigentlich gar nicht um die Ausländer, die hier ihrer Arbeit nachgehen oder als Touriste. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das aber Sie sagen, um was geht es Ihnen dann? Also welche konkrete Gefahr sehen Sie denn? Ja, ich sehe konkrete Gefahr auf zwei Ebenen. Erstens mal, dass Asylbewerber hier nach Deutschland kommen, die zum großen Teil, zu 70 oder mehr Prozent, überhaupt nicht diese Gründe erfüllen, um hier in Deutschland Asyl zu bekommen. Also fordere ich im Prinzip, dass es innerhalb von 4 Wochen geprüft wird bei jedem Asylbewerber. Und wenn zum Beispiel aus Serbien kommt, wo überhaupt nichts ist, dass der dann schleunigst wieder abgeschoben wird. Des Weiteren wäre meine Forderung, auch die Grenzkontrolle wieder einzuführen. Zur Sicherheit des Bürgers. Es muss nicht jeder Bürger kontrolliert werden an der Grenze. Es geht eben darum, dass einfach Sichtprobe gemacht werden. Wenn an der Grenze ein BGS-Beamter oder wie es jetzt heißt, Bundespolizeibeamter steht, der weiß ja im Prinzip, ist das ein anständiger Bürger, ein Tourist, genau. Kommt jetzt ein altes Perle, selbst wenn es aus Jugoslawien ist oder sonst wo, das muss man ja nicht kontrollieren. Man sieht aber im Prinzip, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als 15 Jahre Polizeibeamter bei der Württemberg sagen, man sieht eben, wer Dreck am Stecken hat. Meistens, nicht immer. Was meistens. Ist denn für Sie denn Patriotismus? Weil Sie steht ja auch im Namen. Also was ist für Sie Patriotismus? Ja. Patriotismus ist für mich einsetzen für sein Volk im positiven Sinne, genau. Und es wird eben im Moment nicht gemacht. Das Problem ist, man hat mal den Eindruck, dass die Politiker in Berlin das Geld rausschmeißen, zum Beispiel für Afghanistan. Milliarden. Die Erde ist eine Scheibe. Ja, ja, schön. Oh, grüß dich. Also, was ist für Sie Patriotismus? Ja. Patriotismus ist für mich, sich positiv einzusetzen für sein Land. Und wie jedes andere Volk auf der Erde dürfen wir Deutsche auch stolz sein. Denn unser Volk hat mit die meisten Erfindungen im Laufe der Geschichte gemacht. Überhaupt, wo ich jetzt gerade herkomme, aus Süddeutschland, allein meine Stadt, hat das Fahrrad erfunden, hat das Auto erfunden. Sie merken, Karlsruhe-Mannheim ist jetzt die Gegend und so weiter. Und welche Gefahr stellen in diesem Bereich dann Ausländer dar? Ja. Die Ausländer an sich, die hier anständig arbeiten und Tourist sind, stellen keine Gefahr dar. Aber die Ausländer, die zum Beispiel aus Rumänien oder Bulgarien hierher kommen, was ich aus meiner 15-jährigen Zeit als Polizist voll bestätigen kann, die kommen hier zum Einbrechen, die kommen hier zum Klauen. Und man kann wirklich sagen, 90% dieser Wohnungseinbrüche gehen auf die Rumänen und die Bulgaren. Und das Problem ist, der dumme deutsche Bürger bekommt dann seinen Schaden nicht ersetzt. Ich kann von eigener Erfahrung sprechen, gegenüber bei der Familie wurde eingebrochen, wo ich zu Hause wohne. Das war ein Schaden von 10.000 Euro. Gut, die Leute haben Schmuck gehabt. Ob man das jetzt braucht, ich habe keinen Schmuck daheim. Die hat es eben, es war ein Schaden von über 10.000 Euro. Ja, da gibt es dann gar nichts mehr. Und die Politik in Berlin macht zu viel
meines Erachtens nicht für die deutsche Bürger. Genau. Ganz genau. Ja, danke. Ganz zum Abschluss noch kurz sage, Sie sehen, wie das Ruhrgebiet verlottet. Ich bin hier in ganz Deutschland sehr viel unterwegs und es gibt ganze Landstriche wie das Ruhrgebiet, die verlotteln schon. Da denkst du also wirklich... Also wie und deswegen? Ja, eben weil die Politiker das Geld falsch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, investieren oder ausgeben. Das ist nämlich das Problem. Milliarden werden für Afghanistan, was uns überhaupt nichts angeht. Was geht uns im Krieg in Afghanistan an? Selbst nicht nur, nicht geht uns überhaupt nichts an. Wieso zahlen wir so viel Geld für alle, für so viele Länder außerhalb unserer eigenen Sache? Genau. Darum geht es im Kern, gell? Warum fragt man die Ausländer alles nicht? Alles klar. Bitte was? Warum fragt man die Ausländer nicht, was sie können nach ihrem Beruf? Jeden Tag macht bei uns zum Beispiel eine Bäckerei dicht. Ne? Die. Aber er darf doch reden, oder? Tja, die können bei uns arbeiten, statt hier rumzulungern. Ne? Gerade in solchen Berufen. Ne? Aber hier wird ja nicht mal gefragt, wer seid ihr, was könnt ihr? Ne? Was wollt ihr? Und das bedroht Sie inwiefern? Also Sie konkret, haben Sie da für eine Angst? Du, Angst? Die leben auf unsere Kosten. Ich hätte auch wollen mal leben. Nee, mit allem, auf einem anderen Volk seine Kosten. Ich empfinde, ich habe gestern Abend die Sendung von Günter Jauch gesehen. Da ging es um dieses Problem hier. Und zwar folgendes. Die Presse, die berichtet meines Erachtens einseitig. Aber ich darf mir eine Frage stellen. Wofür steht denn Pegida? Da steht, also die Bezeichnung Pegida besteht für patriotische Europäer gegen die Islamierung Europas. Und dazu will ich auch mal ein Wort sagen. Ich habe 30 Jahre im Orient gearbeitet, in Saudi-Arabien, in Kuwait, nicht, und im Iran. Islam, das muss man auch sagen dürfen, ist ein Rückschritt 300 Jahre zurück ins Mittelalter. Sie sollten sich mal, dort ist Genitalverstümmelung, die Frauen haben nichts zu sagen, die werden verheiratet und Tiere werden geschächtet. Wo bleibt denn da der Tierschutzverein? Darf man auch mal fragen. Und was allgemein zur Sache Pegida ist, die verkrusteten Parteien, die Abgeordneten werden gewählt, die haben nur, sind sich nur einig bei Diätenerhöhung und die werden saftig, ihnen selbst, die verordnen sie sich selbst, nicht? Doch, die dicke Pension, wo dafür keine Beiträge gezahlt werden. Das soll man erstmal ändern und mit Pegida hat das gar nichts zu tun. Das ist der allgemeine Frust der Bevölkerung. Und nochmal zu Dresden. Dresden ist eine der weltoffenen Städte in Europa. Schauen Sie sich die Touristen an. Es kommen 30.000 russische Touristen. Nicht? Und ich bin selbst mit einer Ausländerin verheiratet aus dem Osten. Aber die hat sich vollkommen integriert. Die arbeitet in der Rezeption im Hotel schon 12 Jahre. Diese Leute, die brauchen wir hier. Die brauchen wir hier. Wir brauchen aber keine jungen Leute wie Tunesier, die sogar in Großrührsdorf die Asylheime anzünden. Und der Steuerzahler muss wieder dafür aufkommen. Und das empört alles die Leute. Welche Werte sehen Sie denn in Gefahr? Also es geht ja auch um europäische Werte. Welche europäischen Werte sehen Sie denn hier in Gefahr? Ich sehe das mit der Zeit, jetzt noch nicht, aber das kann auf uns zukommen. Wenn das immer mehr überhand nimmt, da sieht man ja, dass diese Leute, wie die Salafisten, ihre Anschauung mit diktatorischen Mitteln in Deutschland durchsetzen und in Europa. Und dafür sind wir nicht. Warum sind denn die Bewegungen in Europa? Gehen Sie nach Frankreich, die Marine Le Pen, gehen Sie nach Schweden, da muss eine Regierung zurücktreten. Gehen Sie nach Holland, gehen Sie nach Italien, die schleust ja nur, die ankommenden Flüchtlinge kommen gar nicht aus Syrien in Lampedusa an. Die kommen aus Tunesien an und aus Marokko. Die Spanien hat die Polizei in Ceuta vor. Ich kenne die ganze Situation dort. Die kommen nach hier. Und das nimmt doch gar kein Ende. Und vor allen Dingen, die gehen auch nicht wieder zurück. Das ist es ja. Die bleiben hier. Und Deutschland kann man doch nicht als Einwanderungsland bezeichnen. Hören Sie mal. Wir nehmen gerne Leute auf. Aber wir sind doch nicht wie die USA oder Australien,
Warum gehen denn die nicht mal nach Russland, ist ein großes Land, oder gehen sie 120 Kilometer weiter nach Polen? Da hören sie überhaupt die Probleme nicht. Dort ist alles katholisch. Nicht? Sie wissen ja jetzt, sie haben ja jetzt von aus Brüssel da, von der EU, müssen sie ja diese Frauengesetze ändern. Dort werden ja die Frauen geschlagen in den Familien. Das haben sie gestern die Sendung nicht vernommen. Es geht ja auch um Patriotismus. Was ist denn für Sie Patriotismus? Patriotismus ist, dass ich in erster Linie Deutscher bin und Europäer. Nicht? Da, und dazu stehe ich, zu unseren Werten. Was sind die Werte? Die Werte sind Demokratie, die sind sind Beachtung der Menschenwürde und Beachtung oder Respektierung unserer Verfassung und unserer Grundrechte. Und diese Werte sind in Gefahr? Die sind nicht in Gefahr, nicht? Aber man darf doch wenigstens, es geht doch, die können mal in Gefahr werden, aber derzeit durch sind wen? Sie nicht in Gefahr. Durch wen können die in Gefahr geraten? Durch radikale Grundeinstellung durch Radikalismus. Ne? Durch Radikalismus. Ja. Und da wollen Sie jetzt schon mal gegen demonstrieren? Wir wollen darauf aufmerksam machen. Wollen wir. Ich demonstriere ja hier gar nicht. Ich stehe ja hier. Ne? Okay, danke schön. Bitte schön. Unser Leute, der fängt ja auch. Worum geht es Ihnen denn heute hier, dass Sie hier sind? Also ich bin heute das erste Mal da und mir geht es darum, dass mein Geld bei mir und bei meiner Familie bleibt. Und im Wesentlichen geht es mir darum, dass ich nicht als Nazi beschimpft werden möchte. Ich bin ein ganz normaler deutscher Bürger und das möchte ich bitte so leben. Und ich möchte auch atmen. Und meine Kinder, da reicht das Geld hinten und vorne nie und die gehen arbeiten. Die gehen arbeiten und haben so wenig Geld, dass nichts übrig bleibt. Und in andere stopfen wir die Knete rein. Wohin geht das Geld denn? Ja, genau. Tja, fragen Sie mich mal, wohin geht's denn? Wissen wir da alle? Die Politik beschließt was, ohne an der Basis zu fragen. Und das ist nicht in Ordnung. Welche Werte sehen Sie hier heute in Gefahr? Es geht ja auch um das christlich-jüdische Abendland. Also ich möchte gerne, ich bin nicht gläubig in dem Sinne, aber ich möchte gerne, dass die Kirche im Dorf bleibt und dass wir nicht in irgendeine Moschee rennen müssen zu Weihnachten. Dass wir überhaupt dann noch Weihnachten feiern dürfen, ne? Das wird ja schon witzig. Wahrscheinlich feiern wir das in 20 Jahren nicht mehr, weil wir dann so unterwandert sind und die Deutschen so wenig Prozent auf den Plan bringen. Haben wir nicht genug eigene Sorgen im eigenen Land? Nee, da holen wir uns noch mehr rein. Und wir bezahlen dafür, die Leute, die arbeiten gehen, bezahlen dafür. Unsere Renten haben nicht genug und da kann die Politik sich hinstellen und die Mütterrente lobpreisen. Die ziehen den Frauen die Witwenrente ab. Sobald sie verwitwet sind, haben sie von der Mütterrente gar nichts, haben aber die Kinder, nämlich unsere Kinder, die unsere Rente mal verdienen, alles in die Welt gesetzt. Die haben davon nichts. Es wird was beschlossen, was völlige Scheiße ist. Die sollen endlich mal anfangen nachzudenken und an der Basis zu gucken, wo es bei uns gebraucht wird. Ja, was wird denn bei Ihnen gebraucht? Wie bitte? Was wird denn bei Ihnen gebraucht? Also ich denke mal, dass der Lohn, mein Sohn ist Berufskraftfahrer, der verdient 7,20 Euro die Stunde. Dort sollten wir anfangen. Und beim Kindergeld und mit dem Erziehungsgeld ist dieselbe Scheiße. Die beschließen irgendeinen Mist. Ich meine, warum können unsere Frauen nicht zu Hause bleiben ein Jahr und normales Gehalt weiterbekommen? Warum geht das nicht? Warum werden die in einen Abgrund gestoßen mit ganz wenig Geld? Warum werden unsere Frauen und Muttis abhängig gemacht von irgendwelchen Männern? Ich kann mich ja von dem Mann nicht trennen, weil das ist ja der Verdiener. Da sind so viele Fragen offen. Wir haben bei uns selber genug zu tun. Da brauche ich die nicht. Bitte was? Ich brauche die Leute nicht. Die feindlich sind uns gegenüber und das sind sie. Wer? Will ich mich nicht zu äußern. Ich bin kein Nazi. Aber Sie müssen doch irgendwo vor da die Leute Angst haben. Also wer ist das denn, den Sie da meinen? Ich hab keine Angst. Ich sehe einfach nur Deutschland in Gefahr. Das ist keine Angst. Wie gestern ja auch da genau so einen Schwachsinn erzählt. Hören Sie doch mal auf, von Angst zu reden. Das ist doch ein Unsinn, den Sie hier von sich geben. Ja, genau. Das war's jetzt. Sie schreiben ja, dass es hier Befürchtungen gibt. Es geht doch hier nicht um Ausländer oder Islamismus. Bitte was? Es geht doch hier nicht um Ausländer und Islamismus. Es sind vielleicht hier, die ausländerfeindlich sind vielleicht 5%. Hier ist doch der große Teil, 90-95%, die allgemeine Sorgen haben. Die mit ihrer Politik nicht mehr klarkommen hier in diesem Land oder in Sachsen. Ja, was sind denn Ihre Sorgen? Warum sind Sie denn immer bloß hier die Fernsehsender? Warum kommt denn hier keiner her von der Politik und redet mit uns? Aber was sind denn Ihre Sorgen? Meine Sorgen sind, dass ich eine kleine Rente kriege, dass ich
wo ich aufgehört habe mit Arbeit oder kurz vorher, gesagt bekommen habe, jetzt ziehen wir dir den Lohn ab, damit du später mal mehr Rente kriegst. Die wird dann nicht besteuert. 10 Jahre später kriege ich die Rente besteuert. Was ist das für ein Schwachsinn? Und die Leute, die hier stehen, das sind keine Nazis, sind auch keine Ausländerfeinde. Das sind erst die Leute, die genauso beschissen werden wie ich. Die Sorgen haben im Leben, die Sorgen mit ihren Enkeln haben, die Sorgen mit ihren Kindern haben und die allgemeine Probleme haben hier. Kanaille, Kanaille! Es geht ja auch um Islamisierung. Sie kommen ja von der ARD, gestern ja auch. Ne? Da saßen ja 3 von der einen Seite und 3 von der anderen Seite. Ja? Und was dort die Politiker von sich gegeben haben, CDU, SPD, das war ja haarsträubend. Was die Fachleute, der Politikwissenschaftler von der Uni Dresden oder der Politikwissenschaftler von der Journalist da, das war richtig. Man sollte sich mit den Sorgen der Menschen beschäftigen. Und in dieser Deklaration hier von Pegida steht nichts drin von Islamismus. Haben Sie schon mal gelesen? Ja. Na, dann müssten Sie doch Bescheid wissen, dass es hier nicht um Islamismus geht, sondern um allgemeine Sorgen. Aber es ist doch im Namen. Ist da nicht... Im Namen. Steht halt im Namen drin. Keine Ahnung. Sie haben doch gestern die Sendung selbst verfolgt oder vorher ja, aufgenommen. Ja, gesehen. Naja, dann haben Sie doch die 3 gehört, was die gesagt und was die Politiker gesagt haben. Und die Politiker erzählen nur Mist. Entschuldigung, dürfte ich immer eine Frage stellen? Bitte. Nein. Worum geht es denn heute? Eigentlich wollte ich mich dazu nicht äußern. Also Sie haben doch gesagt, ich dürfte Ihnen eine Frage stellen. Ja, genau. Also die Frage, nee. Da müssen Sie mal jemand anders fragen. Okay. Weil Sie sind von der Art. Ja, genau. NDR, nein. Und was ist daran so schlimm? Nee, weil die Medien alles kaputt machen und wir und in die falsche Richtung gleiten und wir nicht mit solchen Leuten sprechen wollen. Was ist denn die falsche Richtung? Die Rechtsradikalität. Und das stimmt hier überhaupt gar nicht. Kein Stück. Sondern, worum geht es den Menschen hier? Das können Sie mal gerne andere Leute fragen. Ich sage dazu gar nichts. Aber wenn wir darüber berichten wollen, dann müssen wir doch wissen, worum es geht. Ja, bitte, machen Sie das. Bitte, andere Leute. Ja, aber nee, nicht mit den Öffentlichen. Danke. Was stört Sie denn? Wie bitte? Was stört Sie denn? Und wir sind glücklich hier. Ja. Wir sind sehr zufrieden. Wir genau, schönes das Wetter. Wir freuen uns auf den friedlichen genau. Spaziergang. Es ist warm, es ist schönes heiß. Wetter. Genau. Und ja. Wir sind und die Guten. Wir, genau. Wir treten ein für Solidarität mit Deutschen und Flüchtlingen in Not. Deswegen sind wir heute hier. Ja. Wunderbar. Und warum sozusagen, was befürchten Sie für eine Islamisierung? Wer hat gesagt, dass ich eine Islamisierung befürchte? Ist im Namen Pegida irgendwie drin, oder? Ja, ist mit drin, das ist richtig. Aber deswegen muss nicht jeder, der hier steht, eine Islamisierung befürchten. Also sind Sie eigentlich für also, Flüchtlinge? Nee, es geht einfach darum, um die Anwendung der bestehenden Gesetze. Deswegen sind die meisten Leute hier. Ganz einfach. Wie es der bayerische Innenminister Herrmann am Mittwoch bei Anne Will gesagt hat, 30% derer, die Asylanträge stellen die, werden halt bewilligt, aus verschiedenen Gründen, Genfer Konvention etc. Die müssen wir betreuen, die wollen wir betreuen, für die sorgen wir uns. Und die anderen 70%, die abgelehnt werden, da muss organisiert werden, dass die Heimreise entsprechend organisiert und ermöglicht wird wieder. Und das wird momentan nicht konsequent umgesetzt. Und das ist sozusagen auch ein Teil, warum viele sächsische Kommunen Probleme haben, für zusätzliche Unterbringungsplätze zu sorgen und dort überhaupt die Menschen würdig unterzubringen. Weil wir haben in Sachsen Bearbeitungszeiten für diese Anträge von 15 Monaten, empfohlen werden von der Großen Koalition in Berlin 3 Monate. Und da ist sozusagen schon ein Großteil dessen drin beinhaltet, was sozusagen die zugespitzte Situation mit verursacht hat. Wo jetzt Gelder fehlen in Millionenhöhe für die Unterbringung, wo Heimplätze fehlen, wo Wohnungen fehlen etc. etc. Also in Sachsen haben Sie auch eine zugespitzte Situation? Wir haben Probleme, oder es gibt die Herausforderung, die zusätzlichen Asylbewerber menschenwürdig unterzubringen. Und da gibt es sowohl finanzielle Herausforderungen für die Kommunen als natürlich auch organisatorische. Wie sind die Zahlen da? Die Zahlen in Dresden sind, wir haben 2000 hier, 2000 kommen in den nächsten 2 Jahren. Das ist ja jetzt am Donnerstag im Stadtrat beschlossen worden, wofür 16 Millionen zusätzliche Gelder bereitgestellt werden für die Investitionen in die Heime. In die 12 Heime plus eben 5 Millionen für die laufenden Betreuungskosten. Und das ist zu viel? Was heißt zu viel? Dresden hat eine Haushaltssperre, ganz einfach. Sie sind da wahrscheinlich überregional hierher gekommen und da müssen Sie sich mal an Dresdner Finanzbürgermeister wenden. Dürfte ich Ihnen eine Frage mal stellen? Ja.
Wofür steht denn, also warum gehen Sie heute demonstrieren? Dass die Gesetze eingehalten werden. Das werden Sie nicht. Das tun die nie, die einhalten, die Gesetze. Wer? Und deswegen gehe ich hierher, weil ich weiß, was war 89, was waren da. Und heute, die Leute, die Politiker, die tun sich da überhaupt um nicht kümmern mehr. Das Volk, das ist, die gucken die nach, wir bezahlen ein Schweinegeld für ein Brötchen und alles Mögliche, dass wir die Preise steigen und steigen. Das ist nicht bloß dass die Ausländer, ich habe einen Schwiegersohn, der ist Ausländer. Ich will, dass es in Ordnung ist, dass ich nicht in Angst lebe. Um das geht's. Wovor haben Sie Angst? Und vor was, dass mir der Hals mal abgeschnitten wird oder Kopf, wenn man das sieht. Was sind denn die Salafisten? Die haben hier gelernt, sind zur Bundeswehr gegangen, haben die militärische Ausrüstung gekriegt hier und alles Mögliche. Und dann sind sie dort runter und tun die Menschen dort abschlachten. Was ist denn da? Und der Verfassungsschutz, da guckt der, ja, das sind Hassprediger. Hassprediger, die lassen wir mal. Und was haben sie das Ende vom Lied? Wo sind sie? Sind sie dort unten? Und wenn sie dann hierher kommen, da kriegen die noch Schutz. Und das ist Schutz? Nicht die Salafisten, die hier rüberkommen wieder. Wenn denn da das Feuer unter den Arsch brennt. So ist es doch. Woran? Und was ist... Ach, hören Sie auf. Lassen Sie hier. Ist Schluss hier. Ich bin alt genug. Ich weiß, was los ist. Ich habe es in der DDR gemerkt, wie sie das alles verdreht haben. Und hier wird es genauso wieder verdreht. Genau das Volk hier unten, das interessiert die gar nicht. Jetzt auf einmal, jetzt werden sie munter. Oh, wir sind das Volk. Jetzt fangen sie an. Jetzt hören die das, die klingeln. Jetzt hören die das klingeln wie 89. Wissen sie das? Sie wissen das nicht. Ich weiß es. So. Wie merken Sie denn diese Islamisierung im Alltag bei Ihnen? Wie ich das merke, das sehe ich. Das sehe ich im Fernsehen, wie das ist. Jeder Ausländer, der kann 10 oder kann 12 Mal hier geklaut haben und so, da wird er immer wieder zurückgeschafft. Und wieder. Und dann werden sie langsam munter, wenn die Polizei sagt, wir machen da nicht mehr, wir haben keine Lust, wir werden da nur noch hingestellt, wir kriegen noch Dresche von denen. So ist es doch.